Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 13 Ultimate Team Auflösung, diesmal wieder nur, denn ich bin nicht dazu gekommen, ein einigermaßen anständiges Gameplay aufzunehmen. Schade darum. Ich glaube, das nächste Mal oder so wird dann schon eins kommen. Aber jetzt zur Auflösung. Ich habe es ja in der letzten Folge so gemacht, dass ich nicht nur drei Tipps gegeben habe, nein, ich habe ein Gameplay aufgenommen und das kommentiert. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Live-Kommentare war oder nicht, ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall, ich habe es kommentiert und ihr musstet anhand von meinen Kommentaren dann so rausfinden, ja, wen könnte ich jetzt meinen? Und ich glaube, ja, das ging ziemlich leicht. Die meisten oder ja sogar alle, die einen Kommentar geschrieben haben unter das Video, haben richtig geraten. Ja, es ist der Daniele De Rossi. Spielt bei der AS Roma, Italiener. Ich liebe diesen Spieler, obwohl er nicht sehr schnell ist und so. Hat einen super Schuss, ist zweikampfstark. Genau das, was ich an Spielenden liebe. Und jetzt richtige Kommentare geschrieben haben. Zum einen der Kike996. Dann der Morphtronic14, der FIFA Let's Player 1407, der Beats Kids Little Brother und der Josh No. Diesen Namen kann ich besser aussprechen, ne? Ja, und von diesen Spielern, also von diesen Kommentatoren, werde ich jetzt einen auslosen. Ich möchte kurz noch sagen, das Gewinnspiel ist natürlich wieder auf PC, das heißt, wenn der Gewinner jetzt kein FIFA auf PC hat, kann ich ihn Spieler nicht geben, leider. Und ich habe es jetzt so gemacht, dass ich alle Spieler, die entweder nicht abgeholt wurden, das kam schon zweimal vor, bei Kaká und bei Ben Arfa, die Spieler, die schmeiße ich jetzt alle in so einen Topf rein und man kann dann bei jedem Gewinnspiel zu dem Spieler, den ich verlose, also hier der Rossi, kann man zusätzlich den ganzen Topf gewinnen. Weil ich möchte die Spieler weghaben. Ja, ist vielleicht eine zusätzliche Motivation für euch, mitzumachen oder so. Ich fände es noch cool, wenn die weg wären. Jetzt also zum Gewinnspiel. Zur Auswahl standen also diese 5-4 und der glückliche Gewinner, der ist der Kike996. Herzlichen Glückwunsch dir und ich bitte dich hiermit auch gerade, dich mit mir in Verbindung zu setzen. Das geht entweder, indem du mich bei Origin als Freund hinzufügst, hier unten ist mein Benutzername, oder indem du mich bei YouTube anschreibst, Privatnachricht oder Kommentar. Ich werde dich dann weiter instruieren, wie das Ganze abläuft. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Mir macht es auf jeden Fall jedes Mal Spaß, etwas zu machen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!